Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück in Mittelerde bei Shadow of War. Ich habe gesehen, in der Aufnahmepause, wir haben hinten noch was vergessen. Aber ich halte mein Versprechen. Und zwar, wir werden jetzt schnell das hier mal flink holen. Und dann gehen wir Richtung Hauptmission. Aber das hier will ich mir nicht nehmen lassen. Komm, 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 komm. Komm. So. So, den hier holen wir uns auch gerade noch schnell. Okay, so, das war's dann auch schon. Ah, ich will doch da nicht hoch. So. Na, komm, komm. Lass dich halt fallen. Machen wir's halt so. So. Na komm. Na, wollte schon sagen, schwere Geburt. Oh, schaut mal, unser Schwertchen. So. Okay, dann jetzt Richtung Hauptmission. Ich markiere mal... Ach, wisst ihr was? Wir können eigentlich hier zu dem Turm hopsen. Hätten wir das hier noch holen können? Na komm, ist egal. So, jetzt ist die Frage. Wiederbeschaffung des neuen Rings. Gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen? Es ist an der Zeit, eine Armee zu formen. Oder seltsame Musik zieht dich in den Wald, in die Wälder Nurns. Es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen. 7 und 8. Ich glaube, das hier wäre ganz interessant. Eigentlich würde mich ja der Wald total interessieren. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir die Hauptmission machen, dass wir dann auch Hauptmänner... ständig gegeneinander, um aufzusteigen. Dann genau. Müssen wir die finden, die sich nach oben kämpfen. Uns die zu eigen wir zu machen. In unsere Armee. So, okay. Hätte nicht gedacht. So, sehr schön. Dann haben wir den hier. Hier hinten können wir uns Mordo vielleicht auch noch den einen oder anderen holen. Krieger. Können wir uns die hier auch holen? Oder sind das überhaupt keine zum... Was haben wir denn da? So. Und der nächste. Nein, den. Genau. Die hauen ab, oder was? So, wir gehen weiter zur Hauptmission. Ja, ich habe immer noch nicht gelevelt. Das ist richtig. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir machen erstmal Hauptmission. Vielleicht bringt uns das dann. Perfekt für unsere Zwecke. Vielleicht passt das, dass wir dann irgendwas Cooles leveln können. Aber wir schauen einfach mal. Wir haben es ja nicht eilig. So, Ring der Macht gelesen. Haben wir das schon? Wir starten. Okay. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Okay. Ich mag ihn. Ich auch. Ich auch. Sehr geil. Okay, jetzt sind wir also soweit. Neue Fähigkeit. Hauptmann beherrschen. Hauptmänner können als Gefolgsleute rekrutiert werden. Greife einen Hauptmann zum Rekrutieren so lange an, bis er bricht. Und halte dann B gedrückt, um ihn zu beherrschen. Ja, das, was wir schon probiert hatten. Wir gucken mal. Der darf jetzt nur nicht draufgehen. Aber das sollten wir schon auf Reihe kriegen. Ich glaube nicht, dass der so schnell drauf geht. Wir nehmen mal hier noch mit, was wir können. So, und der nächste. So, der nächste. Na. Okay, so, was geht hier noch? Den nehmen wir. Wow, shit. Hat das gepasst? Natürlich nicht. Egal, dann killen wir halt noch ein bisschen. So. Kommt von hinten einer, oder? So. Ja, komm. Zack. Dich hätte ich auch gern. Sehr schön. Dann ist jetzt fast alles, was hier rumrennt, von uns. Einer ist hier aber noch. Wo denn? Der gehört noch nicht zu uns. Jetzt schon. Okay. Dann holen wir uns da unten noch ein bisschen Kruppzeug. So, hoch.
Es ist nice, dass die uns dann halt nicht mehr angreifen, ne? Du willst mich wohl durchbohren. Was? Eigentlich nicht. Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Ja, wir schauen mal. So, eigentlich wollte ich den anderen Typen da noch haben. Den da hinten. Bitte. Okay, dann machen wir uns erstmal hier ein bisschen aus dem Staub, um eine günstigere Position zu kriegen. Komm, greifen wir mal ein bisschen. Wow. Ja, ich finde die Großen ja ziemlich cool, muss ich sagen, aber sie sind doch auch recht langsam. Ah, nice. Oh, rekrutieren. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Sehr geil. Dann gleich so ein Riesentyp. Hell oder dunkel, ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr wertet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Bruce. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Der ist cool, der Typ. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Entschuldigung. Der ist mir sehr sympathisch. Cool. Cooler Typ. Und das hat fett Erfahrung gebracht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, andere Hauptmänner zu rekrutieren. Das ist auch sehr geil. Okay, was haben wir hier? Gebietskontrolle. Bruce will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen und die Festung von Nurn zu erobern. Okay, wir drücken aufs Knöpfchen. Unbekannter Oberherr. Dieses Gebiet wird von einem furchterregenden Oberherrn aus der Festung Scharkburz. Ist das richtig? Naja, herauskontrolliert. Als Auftakt deiner Eroberung Mordors musst du Scharkburz angreifen und einnehmen. Verstärke deine Armee, indem du zusätzliche Hauptmänner rekrutierst, die in deinem Angriffstrupp als Angriffsführer dienen. Drücke RB, um die Belagerungsverbesserung der Festung anzuzeigen. Wir drücken RB. Hoiaioi. Okay, Oberherr unbekannt, Bastion Wildenstamm Stufe 121. Die stärksten Kämpfer eines Oberherrn sind seine Häuptlinge. Sie sind für die Verteidigungsanlagen der Festung verantwortlich, die auch Belagerungsverbesserungen genannt werden. Du kannst einen Häuptling hervorlocken, indem du einen Konfrontationsauftrag ausführst. Ein hervorgelockter Häuptling kann entweder getötet oder aber beherrscht und so für deine Armee rekrutiert werden. Das Töten oder Beherrschen eines Häuptlings vor dem Angriff auf die Festung deaktiviert seine Belagerungsverbesserung und schwächt so die Verteidigung der Festung. Macht also auf jeden Fall Sinn. Okay, ich sehe schon, wir haben einmal den Obermotz sozusagen, das seht ihr auf der rechten Seite. Und dann haben wir die beiden mit der Krone. Alles klar, alles klar. Gut, Belagerungsverbesserung, Grabwandler, Angriffstrupp, Stufe 59, Angriffsführer Bruce, der Abhacker. Okay, Bruce hat sich deinem Angriffstrupp als Angriffsführer angeschlossen. Rekrutiere weitere Hauptmänner, damit sie dich beim Angriffstrupp dem Angriffstrupp anschließen und gib Pinke aus, um Belagerungsverbesserung für sie zu kaufen. Drücke A, um fortzufahren. Okay, und hier können wir jetzt... Ah, das können wir kaufen. Kosten für Verbesserung 700. Wir haben fast 20.000. Das ist doch schon mal geil. Ach, das sehe ich jetzt das Bild erst im Hintergrund, dass der Old Bruce da bei uns steht. Sehr nice. Berittene Kavallerie. Die angreifende Armee wird mit der Gruppe von Karagor-Reitern verstärkt. Das ist sehr geil. Die angreifende Armee wird mit einer Gruppe von Ulokai verstärkt, die Festungswall einreißen können. Das finde ich auch sehr nice. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu ihm. Das kaufen wir mal. Komm. Sehr nice. Können wir für ihn noch mehr kaufen? Wir könnten für ihn noch mehr kaufen.
Sprengmeister. Die angreifende Armee erhält Verstärkung von einer Gruppe explosiver Sprengmeister, die die Festungstore angreifen. Okay, wir übertreiben es mal noch nicht. Ich würde sagen, wir werden jetzt als nächstes... Oh, was sind das? Krass, okay. Der hat 3 unter sich. Der hier auch? Nee, der nur 2. Ah, hier ist unser. Nee, da ist unser. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie gut oder schlecht der ist. Er leidet Schaden durch Hinrichtung. Okay, das ist schade. Er leidet Schaden durch Explosion. Anfällig für Bestien. Okay, das ist auch schade. Ansonsten sieht er eigentlich ganz gut aus. Erweiterte Klasse Brecher. Und beschusssicher, das finde ich auch sehr gut und stets auf der Hut. Das heißt, man kann ihn nicht per Schleichangriff killen. Genau. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wie kommen wir nochmal zu Belagerungsverbesserung? Da RB. Können wir noch nicht. Keine verfügbaren Gefolgsleute. Ich dachte, wir hatten mal welche per Kiste freigeschaltet. Dachte ich. Ist egal. Gut. Gut. Ich hätte gleich mal auf die Karte gucken können. Wir holen uns mal... Was ist denn das? Die Augen des Hexenkönigs. Die Nazgul nutzen die Macht des Palantir, um die durch Mordor zu folgen. Triff dich mit Elendariel. Elendariel? Ich habe keine Ahnung. Um dich ihrer Bedrohung zu stellen. Wollen wir das mal machen? Das ist mal was ganz Neues. Da sind wir auch gerade. Beziehungsweise wir können auch gleich mal hier noch in dem Gebiet gucken. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Ich will mal gerade... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt ein bisschen, was geht noch. Ganz kurz. Das müsste doch hier rechts direkt neben uns sein. Nicht rechts, sondern links. Müsste doch hier irgendwo sein. Ich habe doch da den Totenkopf gesehen. Hier muss doch irgendwo ein Hauptmann rumrennen, oder? Da. Gehen wir da jetzt hin? Nein, wir gehen da nicht hin. Ich würde mir den gern holen. Aber wir stehen hier so unmittelbar vor der Quest. Ach komm. Bevor wir das machen, gucke ich jetzt aber doch nochmal schnell da lang. Weil vielleicht wäre es doch nicht verkehrt. Was haben wir denn hier Schönes? Erhalt jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Hier, man kann ja immer nur 1 haben pro Ding, ne? War das nicht so? Das ist cool. Das hatten wir uns ja schon mal angeschaut. Werden wir also eine Bodenhinrichtung machen, können wir mit dem Geist kontern. Was ist das? Bei Bodenhinrichtungen... Das ist auch geil. Okay, was haben wir hier noch? Unablässige Macht. Die Macht... Fähigkeiten, die Machtkosten verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Das war auch cool. Drücke X, um mehrere Feinde hintereinander hinzurichten. Jedes... Das ist auch geil. Komm, das machen wir jetzt mal. Wer weiß, wozu es gut ist. Und... Dann begeben wir uns in diese neue Hauptmission, die wir so noch gar nicht hatten. Haben wir gerade gelesen, brauche ich nicht nochmal vorlesen. Und wir werden jetzt Nazgul töten, hoffe ich zumindest. Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie haben unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie alle unsere potenziellen Rekruten erlegt. Allerdings, wenn sie es täte... Bräuchten wir auch keine Armee. Stimmt auch. So. Da haben wir die Spuren. Okay, wir folgen ihr. Die Frage, ob wir da jetzt so stillklamm heimlich vorgehen müssen oder ob wir hier einfach mal ein bisschen Kette geben können. Da ist sie. Nee, das ist Nazgul. Nee, da ist sie unten, Nazgul. Okay. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff... sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Okay. Falls wir sie lebend fassen. Was, wenn eine Schleichbeherrschung auf Bogenschützen an? Das solltet ihr beide nicht vergessen. Okay, Schleichbeherrschung auf Bogenschützen, das würde ich gerne machen. So, wir gucken mal, ob hier irgendwo was zum Beherrschen ist. Bogenschützen. Da auf dem Turm wird keiner sein. Wo ist denn hier? Wir wurden gesehen, glaube ich. Bin ich blöd? Hier muss doch links gleich irgendwo einer sein. Mädchen, lauf mal nicht so weit weg. Wir haben hier noch eine Nebenquest zu erledigen. Das ist wichtig.
unten sind ein paar. Da oben ist keiner. Was ist denn hier los? Auf den Aussichtstürmen, wie es klassisch sinnvoll wäre, sind keine? Da war einer. Okay, das wäre dann der erste. So, dann gehen wir mal da rüber. Schwing gehabt. So, okay, wir gehen mal hier hoch. Kommen wir hier hoch? Da sind zwei, okay. Der müsste sich mal rumdrehen, dann können wir uns die beide gleich holen. Und dann können wir die, die Würmchen verhören. Okay, der hat sich rumgedreht. Dann holen wir uns den hier direkt. Und dann den nächsten. Ja, sehr schön. Die Nebenaufgabe haben wir. Das ist sehr gut. Oh, wie sollen wir uns die holen? Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Müssen wir die irgendwie versuchen rauszulocken so ein bisschen? Der ist doch eh unser, ne? Genau. Da müssen wir uns also keine Platte machen. So, und schauen wir mal. Da oben ist einer und hier sind ein paar. Okay. Ja gut. Oh, da unten müsste einer sein. Wir können mal gucken, ob wir uns da nicht so ein bisschen ranpirschen können. In welche Richtung gehst du? Da lang. Okay, den holen wir uns. Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Sie werden Auserwählte genannt. Aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Okay. So, hier müsste irgendwo noch einer rumlungern. Den könnten wir uns direkt mal holen. Dann nervt er uns definitiv nicht mehr. Okay. Gab es im ersten Teil nicht auch noch so ein AOE-Bekehren? Das war auch ziemlich geil. Weil man halt auch einfach sich keine Platte mehr machen musste. Und man hat halt einfach den AOE gemacht und damit war gut. Da ist der. Okay, den holen wir uns mal. So. Zack. Und dann hier rechts müsste noch einer sein. Die Frage ist, wo der rumlungert. Da ist er, ich sehe ihn schon. Okay, okay, den holen wir uns auch. Sehr schön. So, dann haben wir da hinten noch einen. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich alle bekehren müssten. Es ist halt nur so... es ist halt nur so... Wir sind halt Saver, ne? Saver kann man doch so sagen, ihr wisst schon. Der geht jetzt da drüben lang. Okay, dann können wir mal hier hochklettern. Ah, sie killt ihn schon. Ah, das ist nicht gut, Mädel. Das ist nicht gut. Glaubst du, Karagor spürt Schmerzen auf die gleiche Art wie wir? Das hoffe ich. Ansonsten habe ich ja mein Leben vergeudet. Den holen wir uns jetzt mal direkt. So. Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie. Es geht irgendwie um den sehenden Stein. Das ist alles, was ich weiß. Okay, da hat man ja richtig die Angst in der Stimme gehört. So, okay. Kommen wir hier hoch? Da oben scheint noch einer zu sein, den wir uns holen könnten. Sehr schön, da ist er. Okay. Das war knapp. Aber alles kein Problem. Der da hinten ist relativ easy zu holen, glaube ich. Wo ist denn dieser eine noch? Naja, ist auch egal. Wir schauen mal weiter hier. Da oben ist einer drauf, oder? Nee. Okay. Wo sind die nächsten? Da ist der nächste. Wenn ich jetzt darüber springe, dann ist das doch sehr offensichtlich und wird wahrscheinlich für Aufsehen regen. Oder wird Aufsehen erregen.
Wir können es mal probieren. Okay, sehr nice. Den Lauten können wir uns auch holen. Sind wir zwar wieder unten, aber ist nicht schlimm. Ach, das ist schon unser... Okay. Hätte ich auf der Karte sehen können. Ja, habt ihr recht. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als wir das Let's Play angefangen haben, habe ich noch gesagt, ich und Schleichmission, das wird doch nie was. Und seht, wohin es uns geführt hat. Ich habe den Hexenkönig von Angmar getroffen. Er hat kurz vor der Belagerung meiner Einheit existiert. Die Reihen auf und abgegangen, um sicher zu gehen, dass wir alle bereit für die Schlacht sind. Er blieb... Okay, sie holt sich den anderen da, denke ich. Was haben die Hedier enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Okay. Interessant. Hat sie ihn gekillt? Ich dachte schon, man kann sich nicht auf dich verlassen, Mädchen. Man kann sich einfach nicht auf dich verlassen. Das ist ja... Ist ja furchtbar. Okay. So, dann geht's jetzt da hoch. Da drüben ist noch jemand. Aber der ist da unten, ne? Wo denn? Ach, da. Ach komm, was soll das? So. War jetzt ein bisschen nicht so elegant. Ist nicht so schlimm. So. Das ist gut, wenn wir irgendwie wenig killen müssen. Also klar, Kill macht Spaß, keine Frage. Aber wenn wir sie für uns gewinnen können, macht das doch mehr Sinn, oder? So, da ist noch einer. Den holen wir uns direkt. Sehr schön. Da oben ist noch einer. An den können wir vielleicht mal direkt zuerst ran. Schauen wir mal. Sehr schön. War kein Problem. Jetzt mal kurz gucken, wie die stehen. Wir sehen natürlich gar nichts. Ach, das war vielleicht ein Festmahl. Hinrichtungen, Grog und ein guter Kampf. Die Auserwählten, woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Okay. Hinter uns ist noch eine Aua. Ja, komm, komm. Haben wir gerade sein Schild zerkloppt? Ich wusste gar nicht, dass wir das können. Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten in seine Augen sein. Dann müssen wir sie blenden. Das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Okay. Sagen wir Eltari, was wir wissen. Das ist für Sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und Sie die Ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Okay. So, Papiermädchen. Sag mal, was machen wir hier? Schnitzeljagd? Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedier nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hedier sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Sehr nice. Ihr könnt doch gut zusammenarbeiten. Läuft doch. Mann, Mann, Mann. Habt euch mal nicht so. Sehr schön.
dick Erfahrung gemacht, gut Kohle abgeräumt und ein Level Up. Wir sind Level 21. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir sind außerdem, ach du großer Gott, ist jetzt hier gerade viel gespawnt. Sind wir am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.